Willkommen zurück, hochverehrte Zuschauer, zu einem weiteren Offline-Spiel neben Space Hulk und der Singleplayer-Kampagne von Warhammer Total War. Wir kommen rein in nach Mordheim, die Stadt der Verdammten. Und ich habe das schon vor einiger Zeit mal gespielt und es dann allerdings nicht mehr weitergemacht, weil mein ganzes Spiel irgendwie dann nicht richtig mehr funktioniert hat und mein Aufnahmetool nicht mehr richtig so funktioniert hat. Deswegen fangen wir einfach eine neue Bande an. Welchen nehmen wir? Letztes Mal hatte ich, glaube ich, die menschlichen Söldner. Aber weil im neuen Warhammer Total War, also im Warhammer Total War 2, wie es ja heißt, obwohl es wahrscheinlich nur das gleiche sein wird, mit neuen Armeen, die Skaven mit dazu kommen sollen, werden wir auch hier die Skaven spielen, die wundervollen, leckeren Rattenmenschen. Denn seien wir ehrlich, wer kann sie nicht lieben? Vor allem, weil sie so schön reden. Matsch, matsch, Süßzahn, you know, bla 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 bla. Wie auch immer. Auf jeden Fall suchen die Skaven oder die Skaven in Mordheim nach Warpstone. Wir wollen alle make them die, die. Solid things. Bla bla bla. Was steht hier eigentlich ganz so ganz genau? The Night Lord, even Holy Skaven blind, they know of murder all Snicket. Great Mighty Snicket, best of all Assassin Lords, maybe becomes Death Master someday. Also gut, wir wollen also unsere eigene Macht stärken, indem wir Mighty Snicket mit Weirdstone versorgen, nehme ich jetzt einfach mal an. Perfekt. Ich würde jetzt gerne mir anhören, was er genau die ganze Zeit sagt, aber so viel Zeit haben wir jetzt mal nicht. Es dauert auch zu lange. Wir springen gleich rein in die Aufstellung unserer Warband. Und ich habe ja schon vorher gespielt, deswegen kann ich, glaube ich, schon ein paar mehr Warband-Mitglieder mitnehmen. Unsere Gruppe heißt The Manslayers. Das finde ich ganz gut, obwohl wir eigentlich auch noch mehrere und andere Rassen slayen möchten, wie zum Beispiel Elfen und Chaos und Orks, aber hier gibt es, glaube ich, momentan nur Menschen in verschiedenen Varianten. Deswegen ist Manslayers, glaube ich, ganz angemessen. Wir nehmen einen Helden mit. Squeaksnick Dicor. Ach, der Name ist doch wundervoll. Wir nehmen dich mit als Helden. Young, Swift and Nimble. Natürlich sind eigentlich so gut wie alle Skaven jung, denn sie leben nicht lange als Ratten, die sie sind. Wir nehmen dich mit. Und als Henchman, was haben wir hier? Wir haben einen mit einem Schild und einem Speer. Und der andere hat ein Schild und einen Mace, einen Knüppel. Warp Guard und Wyrmkin. Was ist hier der großartige Unterschied? Skaven, especially to guard Stocks of Warpstone. Sieht irgendwie relativ ähnlich aus. Das Spiel ist recht kompliziert, was diese Stats angeht. Hier sieht es so aus, das macht Pratz Tailclaw mehr Schaden als Snicked Pestclaw. Liegt aber wahrscheinlich eher an der Waffe als anders. Ah, ich sehe hier Stärke. Ist der hier besser? Hier ist allerdings der. Okay, also den kann man eher zu einem Fernkämpfer ausbilden. Und den hier eher zu einem Nahkämpfer. Okay. Snicked Pestclaw. Dann nehmen wir von dir einen mit. Und ich glaube, Nahkämpfer könnten vielleicht besser sein. Obwohl ich mag es eigentlich eher ein bisschen mehr Fernkämpfer mitzunehmen, weil die eben deutlich mehr auch aus der Entfernung Schaden auszahlen können. Aber ich glaube, mit meiner menschlichen Warband hatte ich da, bin ich da ein bisschen. Obwohl mit der menschlichen Warband hat es eigentlich ganz gut geklappt. Ja, okay, nehmen wir trotzdem zwei von ihnen mit. Für meine Standard-Warband-Konfiguration. So. Zweimal Wyrmikin. Da haben wir Tailclaw, Pestclaw und mal Pestclaw. Ich glaube, ich muss euch kurz mal umbenennen, falls ich das kann. Platz Tailclaw. Tail. Throw. 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 Tail Throw. Gut. Dann weiß ich, dass der nachher werfen soll. Und der hier auch. Added Name.
Throwclaw. Irgendwo muss er damit. Throwline. Throw. Tut mir leid für mein furchtbares Englisch. Gut. So, ihr könnt euren Namen behalten. Hier gibt es ein Veteranensystem. Hier kann ich sogar Punkte verteilen. So wie es aussieht. Veteran Skills. Commander. Upkeep Costs reduced by 8. Da spare ich in jedem Zug 8. 4 Gold. Was nicht zu unterschätzen ist, denn so über die Zeit Gold zu sparen ist auf jeden Fall nützlich. Und hier können wir noch die Chance haben, irgendwelche Fähigkeiten zu haben, dass wir vielleicht irgendwas bekommen. Vielleicht mit Zufall irgendwelche guten Waffen erhalten. Gunsmith, das wäre doch gut. 10% Chance, den nehmen wir uns. So, hier bitte. Und einen haben wir immer noch. Wir haben noch einen weiteren. Können wir das hier eigentlich noch weiter aufleveln gerade? Ja. Ich will gute Waffen. Und die soll er mir geben. Ich habe ja zwei Fernkampf-Ratten mitgebracht. Deswegen, ja. Ja, haben wir 20% Chance, einen mitzubekommen. Alle 5 Kämpfe ungefähr. Ich glaube, das ist gut. Market Wares Will Refresh. Was können wir uns kaufen? Können wir uns jetzt vielleicht schon... wow, Block Pistols. Was haben wir eigentlich dabei für Einheiten? Hab ich schon irgendwelche besonderen Waffen dabei? Nur einen normalen Mace. Ansonsten seht ihr eigentlich relativ mies aus. Ja, dann kaufen wir uns doch was. Wir haben doch so viel Geld. Kaufen wir uns hier Warblock Pistols für 14 Gold. Kaufen wir uns gleich 2 für unsere 2 Fernkämpfer und rüsten sie sofort aus. Inventory, hier kommt ihr rein. What? Nein! Okay, wenigstens kann er welche ausrüsten. Was ich gut finde. Und unser General oder unser Held. Nein, das ist nicht unser Held, sondern unser Leader. Unser Held können die wenigstens benutzen. Okay. Naja, das ist nicht so gut gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das gehört ja mit zum Spiel dazu. Shuriken können wir mitnehmen. Sind ja auch schon damit ausgerüstet. Gucken wir mal kurz rein. Shuriken haben sie schon. Und ich glaube, die haben keine Munitionsbeschränkung. Hat der auch Shuriken? Nee, aber er kann welche mitnehmen. Ja, dann machen wir das doch, oder? Hallo? So, Schaden kann es nämlich nicht. Okay, sollen wir uns noch irgendwas kaufen? Kampfklauen. Coole Sache. Oh nein, schwere Panzerung gibt es auch. Ein Amulett. Ein Helm und einen Schild. Hat irgendjemand von meinen Einheiten? Wir haben beide Zweihandwaffen, die sehr gut aussehen, muss ich ehrlich sagen. Was sind das eigentlich für Waffen? Poison. Nicht übel. Warpistolen. Ein Helm wäre vielleicht nicht schlecht. Helm wäre nicht schlecht. Obwohl er dann nicht mehr ganz so gut sieht, aber er ist mein Chef. Und der sieht doch klasse aus mit Helm, ne? Sieht doch klasse aus. Ich meine, wem würde es nicht gefallen? Panzerung können wir keine kaufen. Ah, so geht das Kämpfen ja deutlich besser. Das hätte ich wissen sollen. Der kann auch keine Panzerung anziehen. Können wir die auch einen Helm kaufen? Nein, aber ein Amulett und das machen wir jetzt einfach mal. Denn ich will ja nicht, dass unsere Jungs gleich von Anfang an... der kann schwere Panzerung anziehen. Dann wäre das also unser Tank. Die anderen Ratten auch? Nee. Nee. Nur der. Na gut. Geben wir ihm die schwere Panzerung, dann wird er jetzt unser Tank damit, auch wenn er dadurch sehr langsam wird. Aber ich denke mal, es ist eine gute Idee, ein bisschen
Flexibilität in seinen Truppen zu haben. Gut. Und damit gehen wir los. Und suchen nach Warpstone, Stone, 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 Stone. Very poor, average, normal, normal. Okay. Da, 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 da. Far from each other. Also die ganzen zusätzlichen Ressourcen. Machen wir das mal. Denn Warpstone bringt einfach am meisten Geld ein. Und deswegen machen wir genau diese Mission hier. Small groups of enemy warriors have been discovered across the area. Scattered in fright. You break your warband into three patrols to intercept and engage your disorganized rivals. Naja, mit so wenig Einheiten, wie man momentan mitbringen kann. Piecemeal auf den Gegner zu schicken. Denn meiner Erfahrung nach ist es besser, konzentriert vorzugehen. Wie funktioniert das Ganze nochmal? Okay, so gehe ich in die strategische Sicht mit Shift. Hier kann ich mich platzieren. Da kann ich mich platzieren. Da kann ich mich platzieren. Und der Gegner ist wo? Hier. Und wo gibt es schön Warpstones? Warpstone. Warpstone. Hier gibt es eine ganze Menge. Und da gibt es eine ganze Menge in den Gebäuden. Okay. Also, das wäre gut, hier den Warpstone zu schnappen. Versuchen wir das mal. Aber es ist ein bisschen weit weg, aber hier werde ich wahrscheinlich gleich angegriffen werden. Ich glaube, ich platziere mich dann lieber hier in der Gegend. Okay. Squicksnick Dieclaw, du kommst hier hin. Ja, ich glaube, es ist eine gute Idee, meine schweren Truppen hier vorne hinzustellen. Squealer. Und na, du bist mein Tank, nicht wahr? Du bist mein Tank, glaube ich, mit deiner schweren Panzerung. Dich stellen wir mal. Eigentlich ist es eine blöde Idee, den hier hinzustellen, aber dann verlangsamt er sonst meine ganze restliche Truppe. Okay, ich stelle ihn hier hin. Und meine schnellen anderen Skaven, ihr kommt hier hin, unterstützt von der Seite. Gut. Wir haben auch eine höhere Initiative und gegen wen kämpfen wir eigentlich? Ich glaube. Oh, Shadow of Pat. Oh, das ist noch auf Skaven. Na toll. Das hat ja. Fängt ja gut an. Okay, wie funktioniert das Ganze nochmal? Ne, mit Cancel. Ah, mit Space kann ich hier dieses Menü aufmachen. Ansonsten wechsle ich mit Q und E durch diese ganzen verschiedenen Fähigkeiten, die ich habe. Okay. Was machen wir? Wir gehen vor und versuchen alles abzuschießen und abzuwerfen und generell Unruhe zu stiften. Und hier sind überall Fallen. Diese ganzen Augen, die hier rumstehen und alles mögliche andere, das kann alles Fallen sein. Da muss man aufpassen. Hier wäre es vielleicht ganz gut, drauf zu klettern. Die sind ja sehr beweglich. 93%. Das machen wir doch. Hoch mit dir. Kann ich meine Waffe jetzt wechseln? Ich habe doch hier mit dem noch. Moment. Nein, habe ich nicht. Andere Waffe mitgenommen? Dachte, ich hätte ihm noch andere Waffen mitgegeben. Kann ich das vielleicht irgendwo hier im Inventar sehen? Switch Weapons. You don't have enough points. Ah, shit. Wie viel braucht das denn? Keine Ahnung, wahrscheinlich zwei Bewegungspunkte? Oh Gott. Naja, auch nichts mehr zu machen. Was wir auf jeden Fall machen können, ist hier in Overwatch gehen, in Ambush Dance und irgendwelche Gegner erwischen, die hier hochkommen wollen. So, Waffen wechseln. Ah, zwei Bewegungspunkte und einen Angriffspunkt. Okay, das muss ich also aufheben.
Gut, wir halten unsere Truppen zusammen. Das sieht cool aus, wie er läuft. Gefällt mir sehr gut. Mit wie viel war es nochmal? 2 Bewegungspunkte. Okay. Machen wir doch mal. Ich glaube nämlich, das könnte gut funktionieren. Gegner haben wir noch keinen gesehen. Leider. So, ich stelle ihn hier hin und dort hinten, direkt vor diese kleine Mauer. So. Sollte ein anderer der Skaven kommen, um Gegner, die hier angreifen wollen, abzufangen. Das hat in der Vergangenheit ganz gut funktioniert. Mal sehen, ob es diesmal auch gut klappt. Wenn der Gegner endlich mal seinen Zug fertig macht, wäre das jedenfalls schön. Angeblich ist ja auch die gegnerische Bande irgendwie verteilt. Aber ich sehe weder hier welche, noch da welche, noch da welche. Also wo ist er denn verteilt? Gute Frage. Und irgendwie dauern mir die Züge des Gegners gerade ein bisschen lange, um ehrlich zu sein. Aber wir können so lange den wunderschönen Skaven hier ansehen. Billig Squealer. Er hat sehr lange... lange Zähne und rote Augen, genau wie sich's für einen guten Skaven gehört. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Länge der Zähne ein Kriterium für den Rang eines Skaven sind. Vermutlich nicht. Ich weiß nur, sie betrügen sich alle gegenseitig die ganze Zeit und es ist nur eine Frage der Zeit, bis eine Allianz mit einem Skaven auseinanderbrechen wird und die einzigen, die vermutlich bereit wären, mit Skaven eine Allianz einzugehen, wären Dunkelelfen. Und alle anderen würden diesen verfluchten Rattenmenschen vermutlich nicht vertrauen. Die an sich relativ schwache Kämpfer sind, glaube ich, jedenfalls im Tabletop. Ah, jetzt kommt er dran. Deswegen frage ich mich, wie die Armee in Warhammer Total War nachher aussehen wird. So, er ist hier in einer interessanten Position, kann vielleicht hier rüberlaufen und ein paar Gegenstände einsammeln. Hinter ihm ist ja nicht so, wie es aussieht. Sieht auch nicht so aus, als kann ich hier über die Häuser rübergehen. Insofern kann ich auch gleich mich mit meinen anderen Truppen vereinen. Beziehungsweise hier in die Ambush Stance gehen. In die Hinterhaltsstellung. So, Sigthron Colon? Bist du eigentlich mein Tank? Nee, du bist der Knüppeltyp. Du bist nicht mein Tank. Du bist der Knüppeltyp. Aber ich habe dir auch Shuriken mitgegeben, das heißt, du kannst prinzipiell auch um dich werfen. Stance kostet 2 dieser Punkte. Ich würde ihn jetzt hier hinten hinstellen. Und falls jetzt einer hier vorbei möchte und meinen Fernkämpfer dort hinten angreifen will, steht er da bereit, um zuzuschlagen. Beziehungsweise, vielleicht kann ich ihn auch ein bisschen so hinstellen, dass er auch in die Richtung absichert. Okay. Auch durch diese Lücke dort. Skrikrankra. Wir haben einen Gegner gesehen. Und zwar hier, natürlich beim Warpstone. Aha. Mist, hätte ich jetzt noch einen Bewegungspunkt mehr gehabt, oder? Oder so, hätte ich auf ihn schießen können, aber es hat leider nicht sein sollen. Und leider hat es auch nicht gereicht, um von meinem anderen Skaven, der dort hinten steht, wie auch immer er nochmal heißt, in den Hinterhalt zu geraten. Schade. Die Sachen solltet ihr nicht drauf treten. Das können Fallen sein, müssen es aber nicht. Oh, da bin ich jetzt gerade drüber gelaufen. Das hätte zum Beispiel auch eine dumme Idee sein können.
Aber ich hatte Glück. A new round has started. Okay, sehen wir den noch? Wir sehen ihn noch. Ich frage mich, ob wir auf ihn schießen können. Wir können es leider nicht. Jetzt habe ich leider eine ganze Menge Punkte damit verbraten, die Waffen zu wechseln. Oh, hier ist gleich der nächste. Das sind nur diese, die Fernkämpfer. Ich kann nicht sehen, was er für Waffen ausgerüstet hat. Oh, er hat auf jeden Fall Warpstone eingesammelt, so wie es aussieht. Ich glaube, ich lasse ihn mal eine Runde warten. Genau, jetzt kommt nämlich erstmal der Gegner dran. Vielleicht bewegt er sich da in meiner Reichweite. Da sind die nette. Das erinnert mich ein bisschen an Crystal Lizards aus Dark Souls, die da an dem Turm rumhängen. Falls ihr das gespielt habt. Tatsächlich habe ich sogar mit Demon's Souls schon angefangen. Das hat mir extrem gut gefallen. Dann Dark Souls. Dark Souls 2 war schon nicht mehr so gut. Und ich muss sagen, bei Dark Souls 3 ist es sicherlich ein gutes Spiel, aber da war irgendwie die Luft bei mir raus. Ganz schön viele Gegner, die da rumlaufen. Kretzwal. Kretzwal. Das ist ihr General. Kretzwal, ihr General. Wo sind sie denn? Ich sehe sie gar nicht. Ah, einer steht da oben. Ich glaube, es wäre eine. Kann ich auf den schießen? Irgendwie nicht. Okay, aber ich glaube, hier kann ich jetzt. Nicht ganz gut, was ganz Gutes machen, indem ich mich hier in Overwatch-Stellung bringe und dann meine anderen Skaven davor platziere, sodass er einen Schuss abgeben kann. Falls der Gegner angreift, wird er dann in sie reinlaufen. Und mit dem mache ich das Gleiche. Nee, nicht runterspringen. In Overwatch, bitte. Denn ich denke, am Anfang ist es auf jeden Fall sehr nützlich, seine Warband erstmal am Leben zu erhalten. Das ist immer eine gute Sache, obwohl wir jetzt eigentlich Skaven haben und die sind ein bisschen mehr ersetzbar wie jetzt Menschen, da sie sich ja in gigantischen Mengen reproduzieren. Das sind natürlich Ratten und das haben die so an sich. Aber ich glaube, bei Mortime ist es trotzdem wichtig, seine Einheiten am Leben zu erhalten. Die sammeln ja alle Erfahrungen mit der Zeit. Und nochmal Perception. Hat leider nicht geklappt. Schade. Und jetzt gehen wir in die Hinterhaltstellung und wenn jetzt jemand hier um die Ecke kommt, greifen wir ihn sofort an. Und? Schießen wir auf ihn? Leider nicht. Aber Ratte gegen Ratte sieht meine Ratte momentan noch stärker aus. Und warum hat er eigentlich nicht geschossen? Der war doch so nah dran. Aber gut, was sollen wir machen? Hier unterstützen wir mal unseren Kollegen. Ich denke, das ist die beste Option, die wir haben. Und ab in den Nahkampf. Ja.
Irgendwas anderes können wir nicht machen. Kann ich flüchten? Wenn ich fliehe, kriegt der Gegner einen kostenlosen Angriff. Also gut. Wird er wenigstens beschossen von unseren Jungs? Ja! Na, nicht übel. Nicht übel. Aber unser General dort oben, unser Leader, hat leider total versagt. Scheinbar haben diese Warp-Pistolen einfach eine sehr, sehr niedrige Reichweite. Das weiß ich jetzt auch. Okay, zwei von diesen relativ schwachen Einheiten. Warp Rage plus 15% Melee Damage. Puh. Die sind ganz schön gebufft, die Jungs. Charge, welchen greifen wir am besten an? Am sinnvollsten ist es natürlich immer, einen Gegner nach dem anderen auszuschalten, aber ich komme jetzt gerade irgendwie an den anderen nicht so richtig ran. Deswegen greifen wir mal lieber den hier an, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, ihn zu treffen, sehr, sehr niedrig ist, leider. Aber wir haben getroffen. Und wir können sogar in eine Dodge Stance gehen und das funktioniert nicht so richtig, weil wir eine schwere Panzerung anhaben, deswegen gehen wir in die Parry Stance. Ob Parry und Dodge wirklich einen Unterschied machen? Keine Ahnung, aber ich hoffe es mal. Und da kommt der nächste. Und unser Leader. Und unser Leader macht nichts. Autsch. Und deswegen war es sinnvoll, unsere Warband zusammenzuhalten. So, runter hier. Können wir nicht runter? Doch, runter? Nein? Doch. Und nicht mal Schaden genommen. Perfekt. So, wow. Die Beweglichkeit von dem Jungen ist wirklich beeindruckend. Die Wahrscheinlichkeit zu treffen ist allerdings eher nicht gerade überwältigend. Oh, 59. Wenn wir zielen. Und das machen wir. Die Chance ist nicht so gut, aber na komm. Ausgezeichnet. Und nachladen können wir auch gleich. Beziehungsweise wir können jetzt die Waffen wechseln und im nächsten Zug in den Nahkampf gehen. Was wahrscheinlich vielleicht sogar noch besser wäre, weil Verstärkung wohl schon bald unterwegs ist. Wenigstens ist einer der Gegner noch nicht da. Das heißt, Ambush Stance da hinten. Das bringt ihm logischerweise nicht so viel. Finde ich aber gut. So, mit dem, was wir haben, können wir vielleicht Thraxtup erledigen. Wir wechseln unsere Waffen. So, hier von der Grundposition aus. Oder wir schießen. Nee, ich gehe lieber. Geh lieber in den Nahkampf. Ich glaube, das ist jetzt in der Situation besser. Und wen versuchen wir zu erledigen? Den hier, denn er ist nämlich schon schwer beschädigt. Kriegen wir nämlich mit dem Angriff nicht kaputt mit dem einen. So, 72%. Nice. Oh, Weeping Poison. Das heißt, ich gehe mal davon aus, Dodge plus 50%. 50% nehme ich mal an Ausweichwahrscheinlichkeit. Und im nächsten Zug ist er tot, weil er ja diesen Giftschaden, unter Giftschaden leidet. Ausgezeichnet. Gute Arbeit, Big Squealer. Big Squealer. Vielleicht sollte ich euch irgendwelche Namen geben. So, ich kann dich angreifen oder dich. Du machst natürlich mehr Schaden, aber dich kriege ich schneller tot. Deswegen wirst du angegriffen. Kann ich irgendwelche besonderen Angriffe machen? Nee. Also einfach reinhauen. Und dann gehen wir in die Ausweichstellung, Dodge Stance. Hoffen, dass wir im Gegenzug nicht getroffen werden.
Und wenn doch, ausgezeichnet. Gute Arbeit, Bratz. Bratz, hey, throw. Und wir sind gleich nochmal dran. Das sieht doch super aus. So, den muss ich nicht angreifen, der fällt gleich von selber um. Ich hoffe, ich kriege dann trotzdem die Erfahrungspunkte dafür. Stattdessen hauen wir einmal auf dich. Nice. Gute Arbeit, Skrick, Throwclaw. Skrick. Nice. Gut. Ja. Poison for the win, man. Poison for the win. So, können wir den jetzt ausschalten? Dann müsste ich einmal außen rum gehen, aber das sollte eigentlich funktionieren. Ich würde am liebsten noch eine Leiche plündern. Geht das? Ja. Ja! Das bringt irgendwie, glaube ich, nichts in dieser Runde. Aber das bringt ein bisschen Geld ein. Ja, können wir nachher verkaufen. Können wir nachher verkaufen. Moment mal, es sei denn, es gibt irgendwelche besonderen. Nee, es gibt gar keine besonderen Ziele, irgendwelche Trinkets des Gegners aufzusammeln. Deswegen ist es. Ich hoffe, das ist keine Falle. Puh, Glück gehabt. So, kann ich dich angreifen? Irgendwie kann ich keinen. Oh doch. Hier ist der Charge. Hier ist der Charge und er soll auch genutzt werden. Nice. Und der tut sich besser mit der Parierstellung. Wahrscheinlich wegen seiner schweren Rüstung und seinem Schild. Gut, unser Chef kommt mit ins Spiel. Und wem soll er den Rest geben? Der ist schon tot. Der ist gleich tot. Aber ich will ja nicht, dass er zurückschlägt. Kann ich überhaupt noch angreifen? Der sieht schon von allen Seiten belagert aus. Da ist gar kein Platz mehr für einen weiteren Skaven. Was schade ist, aber okay. Vielleicht können wir uns noch irgendwie da reinquetschen. Sieht nicht gut aus. Okay, dann greifen wir einfach von hinten an. Oder wir schießen. Na, aber sollte gut sein. Die gegnerische Warband ist schon fast ganz tot. Oder? Wo sind die restlichen Einheiten? Das ist nur noch einer dort hinten. Wir greifen einfach an. Nice. Und ich glaube, die Gegner müssen hier jetzt eigentlich einen Moraltest ablegen, weil sie stark in Unterzahl sind. Okay. Vielleicht auch nicht. Der Dolch hat nicht so viel Schaden gemacht. Ich glaube, da hätte ich mir nicht so viele Sorgen machen sollen. Gut, aber eigentlich müsste ich ja noch ein bisschen Warpstone oder so einen Scheiß einsammeln. Bevor die gegnerische Warband flüchtet. Die brauchen auch keine Hilfe mehr, die kommen da allein zurecht. Deswegen wäre es, glaube ich, ganz sinnvoll, wenigstens ein kleines bisschen Warpstone einzusammeln. Ich frage es nur, wo ist er? Ah, da hinten. Im Gebäude steckt er drin. Ein Goldcoin. Yay. Und wo ist jetzt der Warpstone? Da. Weirdstone. Wenigstens etwas.
Das können wir nicht nämlich verkaufen. Und unser Lord und Rattenmeister will die haben. Ja. Aber ich glaube, mehr kriegen wir jetzt hier auch nicht hin. Die Stellen markieren wir jetzt mal mit ein paar Beacons. Und damit der nicht irgendwie großartig eingreift, stellen wir dich jetzt hier in die Hinterhandstellung. Falls er mit seinem Anführer doch vorhat einzugreifen. Was er nicht vorhat, wir stehen einfach nur weiter do rum. Und sieh mal einer an. Der andere Skaven hat jetzt mittlerweile das mit der Angst bekommen und. Ja. Ist, hat aus Angst nichts mehr machen können. Und jetzt ist er tot. Gut. Vielleicht hat er noch schönes Loot. Ja, Weird Stone. Jord of Calm. Und Shuriken können wir für 10 verkaufen. Nee, kannst du ihn mir mitnehmen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall mehr wert. Gut. Objectives updated. Etwas Weird Stone kann man immer gebrauchen. Und mit dem kann ich eigentlich dorthin laufen, wo so viel Wheelstone ist. Vielleicht kriegen wir noch was, bevor die Runde zu Ende geht. Ah, da hinten. Aber ich befürchte, die gegnerische Warband wird flüchten, bevor das passiert. Vor allem, wenn wir ihn hier erledigen. Was vermutlich jetzt gleich passieren wird. Und was macht unser Gegner? Er überlegt. Ach so, da ist irgendwo noch ein Gegner, den wir noch gar nicht entdeckt haben. Ah. Interessant. Gut, dann behalten wir lieber unsere eine Ratte in Reichweite unserer anderen Ratte. Ich glaube, es ist angemessen. Werden wir den Warpstone hier hinten abgreifen wollen. Bin zwar nicht sicher, ob wir da noch rechtzeitig hinkommen, aber wir können es ja mal versuchen. So. Aber wir kriegen 2 Angriffe, yay! Und 2-mal verfehlt. Gut, aber wir sind eh in der Überzahl, also ist es auch egal. Und der macht schon wieder nichts. Der andere. Oh, ach so, er hat sein All Alone, also ganz alleine Check. Nicht erfolgreich bestanden, ist geflüchtet deswegen und haut jetzt auf einem sehr merkwürdigen Weg ab. Ja, gut. Soll mir recht sein. Wir greifen so lange noch ein bisschen Warpstone ab. Dort hinten. Der müsste doch irgendwo da sein. Hier? Ah, toll, wie kommen wir denn da hin? Oh, ist hier was? Yay, Wheelstone Fragment. Wheelstones sind besser als Potions. Ich glaube jedenfalls. Leider kann er nicht mehr viel, nichts mehr mit sich rumtragen. Und
wenn wir den killen, flüchtet, glaube ich, seine gesamte Armee. Deswegen sparen wir uns den Kill lieber für unseren etwas besseren Helden auf. Anstatt für diesen Henchman. Denn mit jedem Kill gibt es Erfahrungspunkte. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch Erfahrungspunkte gibt, wenn man jemanden mit Gift besiegt, wie das jetzt gerade vorhin passiert ist. Da hinten ist er. Gut, dass man diese Beacons platzieren kann. Und das war's. Sonst würde man, glaube ich, in der Stadt sich kaum zurechtfinden können. Weird Stonefall Fragment, Warblock Pistol, das sind 10 wert. Oder? Sind die 10 Gold? Ne, das ist nur der Gefährdungswert, oder? Aber ich glaube, mehr als ein Gold wird es auf jeden Fall wert sein. Oh, remove einen Wound Effect. Auch nicht schlecht. Aber wir nehmen die Pistolen. Objectives updated. Und vielleicht können wir sogar noch. Nee, okay, wir können jetzt oben links in der Ecke sehen, dass die Moral der gegnerischen Einheiten so ziemlich auf Null gesunken ist. Ich glaube, ja. Der Gegner flüchtet und damit hat unsere Warband die Manslayer den Sieg davongetragen. Was haben wir ja? Wir kriegen ein bisschen Weirdstone und sogar noch ein bisschen mehr. Billig Squealer, unser Held, hat am meisten Schaden angerichtet. So, sehr gut. Und wir gucken mal, wie viele Erfahrungspunkte unsere Einheiten bekommen haben. Brave, bold Warband is sneaky strong. Fetch find much Wordstone. Filch will squeak speak to Murderlord. Tell him much much. Warband climb sneak high far. Ach, es ist so wundervoll, wie sie immer so Doppelworte benutzen. Das gefällt mir sehr gut. Solange es ein Videospiel ist. 2 XP, 1 Most Valuable, bla bla bla. Ein Martial Advancement. Du hast hier einen Punkt dazu. Sehr gut. Du kriegst nichts. Dieclaw. How about you, Snicked? Auch nichts Besonderes. Pratz. Auch nichts Besonderes. Und hier ein Physical Advancement for Skrik. Gut, gute Arbeit. Gute Arbeit, Warband. Wir werden euch jetzt gleich ausrüsten und dann geht's weiter in die nächste Mission. Und danke fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Vielleicht gefällt euch ja auch Mordheim, auch wenn jetzt nicht unbedingt so viel Action passiert, wie das bei Warhammer Total War der Fall ist. Aber wie gesagt, ich brauche auch ab und zu mal ein bisschen Abwechslung. Und gerade funktioniert das Internet auch nicht, wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr die anderen Videos gesehen habt. Trotzdem danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.